Herzlich willkommen zum Langzeittest- und Erfahrungsbericht des Dyson V8 Animal Plus. Ihr seht das Gerät hier mit diesem kurzen Aufsatz, es sind natürlich noch weitere dabei. Wenn euch der komplette Test interessiert, bitte schaut mal auf dem Kanal in der Dyson-Playlist. Ich habe das ganze Paket ausführlich bereits getestet. Hier soll es um die Erfahrung in den letzten Monaten gehen. Was fand ich gut, was fand ich schlecht? Ja, wir fangen mal an. Ich fand die Auswahl der Düsen ganz gut. Zum Beispiel, diese hier habe ich sehr, sehr oft gebraucht, um mal eine Kleinigkeit einzusaugen, um mal im Auto was zu saugen und so weiter. Die war sehr hilfreich, natürlich neben der großen Bodendüse. Ja, das Klicksystem finde ich auch ganz gut. Hält wirklich sehr fest, hier wackelt nichts. Klarer Pluspunkt. Was ich auch gut finde, ist die Saugkraft sowohl in der normalen als auch in der Maximumstufe. Für mich persönlich ausreichend. Die Akkulaufleistung ist für meine Wohnung auch ausreichend. Also der Staubsauger ging noch nie leer, bevor die Wohnung fertig gesaugt war. Ich konnte hier auch keine Minderung der Akkuleistung feststellen. Was negativ war, ist auf jeden Fall die Größe des Staubbehältnisses. Nämlich nach einmal Wohnung saugen ist das in der Regel voll und muss geleert werden. Hier haben die neueren Modelle deutlich mehr Platz, was auch besser und angemessen ist. Auch ein weiterer Kritikpunkt, wenn man diesen Behälter öffnet, geht ja hier rüber, dann geht er unten auf. Meistens bleibt noch sehr viel Dreck drin hängen, also kleiner, feiner Dreck. Man muss das Gerät relativ regelmäßig reinigen. Wenn ihr wissen möchtet, wie, findet ihr dazu auch eine Anleitung hier auf dem Kanal. Ja, aber alles in allem bin ich sehr zufrieden, würde das Gerät weiterempfehlen. Ungefähr 300 Euro kostet er derzeit noch. Und ich denke, das ist gut investiertes Geld. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche alles zu beantworten. Für weitere Tipps und Tests könnt ihr mal in meine Dyson-Playlists reinschauen. Ich habe ja einige Reinigungsanleitungen oder Reparaturanleitungen schon auch geschrieben bzw. gefilmt für euch. Ja. Wenn ihr euch für weitere Videos interessiert, Richtung Dyson-Tests, Haushaltsgeräte, lasst ein Abo da, so bekommt ihr direkt eine Benachrichtigung. Ja, das war's in diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.